Deutsch lernen mit Bildern und ganzen Sätzen. Nummer 34. Heute geht es unter anderem um die Seilbahn, das Besteck und den Esel. Die Seilbahn, die Seilbahnen. Dies ist eine Seilbahn in Lissabon. Dies ist eine Seilbahn in Vietnam. Dies ist eine Seilbahn in den Alpen. Die Seilbahn. Seilbahnen findet man oft im Gebirge. Man nutzt sie, um Touristen auf die Berge zu befördern. Die Touristen können dort wandern, Skifahren oder einfach nur die Aussicht genießen. Man spricht im Gebirge auch von Bergbahnen. Auch zum Transport von Dingen werden Seilbahnen im Gebirge oft benutzt. Seilbahnen sind sehr praktisch, wenn man etwas dorthin bringen will, wohin man nicht über eine Straße gelangen kann. Mittlerweile werden auch in Städten immer mehr Seilbahnen gebaut. Während Bus und Straßenbahn im Stau stehen können und viel Platz brauchen, schwebt eine Seilbahn in der Luft. Zudem genießt man eine schöne Aussicht. In einigen Städten in den Bergen Südamerikas gibt es sie schon lange. Die Bergbahn, die Bergbahnen. Dies ist eine Bergbahn zum Vulkan Teide auf Teneriffa. Dies ist eine Bergbahn im Sommer. Dies ist eine Bergbahn im Nebel. Der Bus, die Busse. Der Bus fährt auf der Autobahn. Es ist ein Reisebus. Der Bus fährt in London. Es ist ein Linienbus. Die Busse parken. Es sind Schulbusse. Die Straßenbahn, die Straßenbahnen. Diese Straßenbahn fährt in Prag. Diese Straßenbahn fährt in Frankreich. Diese Straßenbahn fährt in Mailand. Das Gebirge, die Gebirge. Dieses Gebirge heißt Himalaya. Dieses Gebirge mit Bergsee liegt in Italien. Dieses Gebirge liegt im Kaukasus. Der Tourist, die Touristen. Der Tourist steht auf dem Berg. Die Touristen liegen am Strand. Der Tourist besichtigt eine Stadt. Die Aussicht. Sie schaut auf den Bergsee. Sie hat eine gute Aussicht. Sie haben eine gute Aussicht auf das Empire State Building. Sie genießt die Aussicht auf die Berge. Die Seilbahn. Seilbahnen findet man oft im Gebirge. Man nutzt sie, um Touristen auf die Berge zu befördern. Die Touristen können dort wandern, Skifahren oder einfach nur die Aussicht genießen. Man spricht im Gebirge auch von Bergbahnen. Auch zum Transport von Dingen werden Seilbahnen im Gebirge oft benutzt. Seilbahnen sind sehr praktisch, wenn man etwas dorthin bringen will, wohin man nicht über eine Straße gelangen kann.
Mittlerweile werden auch in Städten immer mehr Seilbahnen gebaut. Während Bus und Straßenbahn im Stau stehen können und viel Platz brauchen, schwebt eine Seilbahn in der Luft. Zudem genießt man eine schöne Aussicht. In einigen Städten in den Bergen Südamerikas gibt es sie schon lange. Das Besteck, die Bestecke. Das Besteck bestand früher aus Messer und Löffel. Später kam auch die Gabel dazu. Besteck als vollständiger Satz von Messer, Gabel und Löffel gibt es erst seit ungefähr 400 Jahren. Das Besteck. Besteck nennt man die Werkzeuge, die man zum Essen benutzt. Bei uns gehören dazu Löffel, Gabel und Messer. In Asien isst man mit Stäbchen. Viele Menschen auf der Welt benutzen kein Besteck. Sie essen mit ihren Fingern. Der Löffel ist das älteste Teil des Bestecks. Er hat die Form einer hohlen Hand. Man kann mit ihm nahezu alles essen. Schon in der Steinzeit gab es geschnitzte Löffel. Sie waren aus Holz oder Knochen. Ein Messer musste aus Metall sein und war deshalb teuer. Viele Familien hatten deshalb früher nur ein einziges Messer. Der Löffel, die Löffel. Der Löffel ist ein Werkzeug zur Nahrungsaufnahme. Er gehört zum Besteck. Ein Löffel ist auch eine Maßeinheit. Der Messlöffel, die Messlöffel. Mit einem Messlöffel kann man gut dosieren. Man kann Zucker, Backpulver und andere Zutaten zum Backen oder Kochen präzise abmessen. Die Suppenkelle, die Suppenkellen. Eine Suppenkelle gehört zum Besteck. Sie wird auch Schöpfkelle, Schöpflöffel oder Schöpfer genannt. Sie wird zum Auffüllen von Suppe oder anderen warmen oder kalten Flüssigkeiten verwendet. Der Finger, die Finger. Viele Menschen auf der Welt benutzen gar kein Besteck. Sie essen mit ihren Fingern. Die Gabel, die Gabeln. Die Gabel ist ein Teil des Bestecks. Mit ihr werden Nahrungsmittel aufgespießt. Sie hat mindestens zwei Zinken. Die Fleischgabel, die Fleischgabeln. Eine Fleischgabel hat zwei Zinken. Mit ihr bewegt man größere Fleischstücke. Man kann das Fleisch zum Zerkleinern gut festhalten. Der Braten kann mit der Fleischgabel gut aus der Pfanne genommen werden. Das Messer, die Messer. Ein Messer besteht aus einem Griff und einer Klinge. Die Funktionen von Messern sind unterschiedlich. Diese Messer benutzt man in der Küche. Das Rasiermesser, die Rasiermesser.
Ein Rasiermesser ist ein sehr scharfes Messer für die Nassrasur. Es besteht aus einer länglichen Stahlklinge und einem Griff. Das Schweizer Taschenmesser, die Schweizer Taschenmesser. Beim Schweizer Taschenmesser sind außer einer Klinge noch weitere Werkzeuge in das Messer integriert. Die im Handel erhältlichen Messer haben Griffschalen aus Kunststoff und tragen das Schweizer Kreuz als Erkennungszeichen. Das Essstäbchen, die Essstäbchen. Essstäbchen sind ein paar gleich lange Stäbchen. Sie werden in China, Japan, Korea, Vietnam und zum Teil in Thailand als Essbesteck verwendet. Das Besteck. Besteck nennt man die Werkzeuge, die man zum Essen benutzt. Bei uns gehören dazu Löffel, Gabel und Messer. In Asien isst man mit Stäbchen. Viele Menschen auf der Welt benutzen kein Besteck. Sie essen mit ihren Fingern. Der Löffel ist das älteste Teil des Bestecks. Er hat die Form einer hohlen Hand. Man kann mit ihm nahezu alles essen. Schon in der Steinzeit gab es geschnitzte Löffel. Sie waren aus Holz oder Knochen. Ein Messer musste aus Metall sein und war deshalb teuer. Viele Familien hatten deshalb früher nur ein einziges Messer. Die Heugabel, die Heugabeln. Eine Heugabel ist ein gabelförmiges Werkzeug. Sie wird benutzt, um Heu zu transportieren. Die Heugabel nennt man auch Heuforke. Der Esel. Der Esel gehört zur Familie der Pferde. Er ist grau, braun oder schwarz. Er hat sehr große, lange Ohren und eine helle Schnauze. Er wird etwa so hoch wie ein großes Kind. Diese Höhe wird am Rücken gemessen. Hals und Kopf ragen darüber hinaus. Esel haben Hufe. Damit können sie gut auf einem Boden mit viel Gestein gehen. Esel kommen eine lange Zeit ohne Wasser aus. Sie fressen auch trockene und feste Pflanzen. Sie fressen sogar Pflanzen mit Dornen. Menschen nutzen Esel schon seit vielen tausend Jahren als Arbeitstiere. Esel sind sehr kräftig und können schwere Lasten tragen. Wenn ein Esel Angst hat, läuft er nicht weg wie ein Pferd. Er bleibt einfach auf der Stelle stehen. Daher nennt man ihn stur. Der Esel, die Esel. Der Esel dient dem Menschen schon viele tausend Jahre. Er kann täglich mehrere Kilometer zurücklegen und dabei eine 50 bis 120 Kilogramm schwere Last tragen oder einen 300 bis 350 Kilogramm schweren Wagen ziehen. Das Pferd, die Pferde. Pferde werden als Reit- oder Zugtiere gehalten. Sie haben Hufe und ein meist glattes, kurzes Fell. Sie haben einen länglichen, großen Kopf, eine Mähne und einen langhaarigen Schwanz.
Das Zebra, die Zebras. Zebras sind Säugetiere, die im südlichen Teil Afrikas leben. Sie sind bekannt für ihre Streifen. Je nach Art sind es 30 bis 80 Streifen. Der Huf, die Hufe. Der Huf ist wichtig für die Gesundheit des Pferdes. Er muss das Gewicht des Pferdes tragen. Er muss jeden Schritt und Sprung abfedern. Das Gestein, die Gesteine. Gestein ist das Baumaterial, aus dem Erdkruste und Erdmantel bestehen. Gestein ist jedoch keine einheitliche Masse. Ähnlich einem Kuchenteig, nur viel härter, ist es eine Mischung aus verschiedenen Zutaten, den Mineralen. Gestein besteht also aus unterschiedlichen Mineralen. Die Pflanze, die Pflanzen. Eine Pflanze ist ein Lebewesen. Die meisten Pflanzen leben auf dem Erdboden. In der Erde haben sie Wurzeln. Mit den Wurzeln holen sie Wasser und andere Nährstoffe zum Leben aus dem Boden. Oberhalb der Erde ist ein Stamm oder Stängel. Das Wasser. Wasser ist eine chemische Verbindung aus den Elementen Sauerstoff und Wasserstoff. Die Bezeichnung Wasser wird besonders für den flüssigen Zustand verwendet. Im gefrorenen Zustand wird es Eis genannt. Im gasförmigen Zustand wird es Dampf genannt. Der Dorn, die Dorne. Ein Dorn ist ein stechendes Gebilde an einer Pflanze, das an der Stelle eines Organs sitzt. Dornen sind umgewandelte Blätter, Nebenblätter oder Wurzeln. Die Last, die Lasten. Man trägt oder zieht eine Last. Sie heißt auch Ladung oder Fracht. Last kann auch ein beschwerlicher Umstand sein, ein psychischer Druck. Das Wort wird auch für Auslastung verwendet, egal ob das bei Elektrizität, Straßen und anderen ist. Der Esel. Der Esel gehört zur Familie der Pferde. Er ist grau, braun oder schwarz. Er hat sehr große, lange Ohren und eine helle Schnauze. Er wird etwa so hoch wie ein großes Kind. Diese Höhe wird am Rücken gemessen. Hals und Kopf ragen darüber hinaus. Esel haben Hufe. Damit können sie gut auf einem Boden mit viel Gestein gehen. Esel kommen eine lange Zeit ohne Wasser aus. Sie fressen auch trockene und feste Pflanzen. Sie fressen sogar Pflanzen mit Dornen. Menschen nutzen Esel schon seit vielen tausend Jahren als Arbeitstiere. Esel sind sehr kräftig und können schwere Lasten tragen. Wenn ein Esel Angst hat, läuft er nicht weg wie ein Pferd. Er bleibt einfach auf der Stelle stehen. Daher nennt man ihn stur.
Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Die Ziege, die Ziegen. Ziegen gibt es in ganz vielen Farben. Einfarbig schwarz und weiß, grau und braun. Sowohl Männchen als auch Weibchen tragen Hörner. Der Fuchs, die Füchse. Füchse sind Raubtiere und gehören zu den Hundeartigen. Sie sind ziemlich nah mit dem Hund und dem Wolf verwandt. Der Hirsch, die Hirsche. Hirsche können circa 16 Jahre alt werden. Zu den bekanntesten Arten in Europa zählen der Rothirsch, der Damhirsch, der Elch und das Reh. Der Gasherd, die Gasherde. Dieser Gasherd steht in einem Wohnwagen. Das Gas brennt mit blauer Flamme. Ein sehr breiter Gasherd. Die Erdbeere, die Erdbeeren. Die Erdbeeren sind in einer Schüssel. Die Erdbeeren sind in einer Tasse. Die Erdbeeren sind in einem Korb. Die Zutat, die Zutaten. Hier sind die Zutaten für einen Erdbeerkuchen. Hier sind die Zutaten für einen Apfelkuchen. Hier fehlen noch ein paar Zutaten. Die Zahnseide, die Zahnseiden. Sie zieht Zahnseide aus der Verpackung. Sie benutzt Zahnseide. Er übt mit Zahnseide. Der Zahnputzbecher, die Zahnputzbecher. Der Zahnputzbecher steht neben dem Seifenspender. Es sind drei Zahnbürsten in diesem Zahnputzbecher. Die Zahncreme und zwei Zahnbürsten sind in diesem Zahnputzbecher. Die Dusche, die Duschen. Die Dusche ist an der Wand befestigt. Sie hält die Dusche über ihren Kopf. Er mag die Dusche nicht. Der Dübel, die Dübel. Diese Dübel sind hellgrau. Es gibt viele unterschiedliche Dübel. Ein Kästchen mit Dübeln. Die Leiter, die Leitern. Die Kombizange, die Kombizangen. Die Wasserwaage, die Wasserwaagen.
Der Dübel, die Dübel. Die Säge, die Sägen. Er benutzt eine elektrische Säge. Er sägt mit einer alten Säge. Er sägt einen Holzbalken. Der Rabatt, die Rabatte. Hier gibt es auf Kleidung 50% Rabatt. An diesem Tag gibt es hohe Rabatte. Hier sind die Rabatte unterschiedlich hoch. Die Windmühle, die Windmühlen. Diese Windmühle steht an einem Bach. Der Himmel ist bewölkt. Diese Windmühle hat zwei rote und zwei weiße Flügel. Diese Windmühle steht am Dorfrand. Es wird bald regnen. Das Flugzeug, die Flugzeuge. Das Flugzeug startet in Richtung Süden. Das Wetter ist schön. Das Flugzeug ist im Landeanflug. Das Wetter ist leicht bewölkt. Dieses Flugzeug ist sicher auf dem Rollfeld gelandet. Der Eiffelturm. Die Vorspeise, die Vorspeisen. Der Vertrag, die Verträge. Der Wasserfall, die Wasserfälle. Der Reisepass, die Reisepässe. Für die Einreise in die USA braucht man einen Reisepass. Sie haben Ihre Reisepässe und Ihre Bordkarten dabei. Für diesen Flug ist ein Reisepass notwendig. Der Anzug, die Anzüge. Der Mann möchte einen neuen Anzug kaufen. Es hängen viele Anzüge auf der Kleiderstange. Beide Männer tragen Anzüge. Der Bauklotz, die Bauklötze. Die Butter. Der Container. Die Container. Die Dusche, die Duschen. Die Enkelin, die Enkelinnen. Der Opa spielt mit seiner Enkelin Gitarre. Die Oma kocht mit ihrer Enkelin. Die Enkelin besucht ihre Oma im Krankenhaus. Die Blisterpackung, die Blisterpackungen.
Sie hat mehrere Blisterpackungen in ihrer Hand. Hier liegen verschiedene Blisterpackungen. Er drückt eine Tablette aus der Blisterpackung. Das Arbeitszimmer, die Arbeitszimmer. Der Schreibtisch, die Schreibtische. Der Schreibtischstuhl, die Schreibtischstühle. Der Schreibtischsessel, die Schreibtischsessel. Das Keyboard, die Keyboards. Sie reinigt das Keyboard. Das Keyboard ist beleuchtet. Ihn interessiert das Keyboard. Der Laptop, die Laptops. Er arbeitet mit dem Laptop. Sie zeigt ihrer Tochter etwas Lustiges auf dem Laptop. Sie schaut von hinten auf den Laptop. Das Babybett, die Babybetten. Das Kopfkissen, die Kopfkissen. Der Kopfkissenbezug, die Kopfkissenbezüge. Das Oberbett, die Oberbetten. Der Lattenrost, die Lattenroste. Er setzt die Latten in den Lattenrost. Der Lattenrost ist im Bettkasten. Die Matratze liegt auf dem Lattenrost. Das Bettlaken, die Bettlaken. Er macht es sich auf dem Bettlaken gemütlich. Das Bettlaken ist schmutzig. Das Bettlaken kommt in die Wäsche. Eine Waschmaschine steht vor einer Mauer mit Graffiti. Zwei volle Wäschekörbe stehen neben silbernen Schuhen, Waschpulver und einer Plastikdose. Er reinigt den Hauseingang mit einem Hochdruckreiniger. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können.